Okay, ob es was gebracht hat, werden wir gleich sehen. Es hat mich direkt wieder an diese Position zurückgesetzt. Das war das Praktische. Theoretisch sollte es jetzt weniger laggen. Oh. Aha. Guter Freund. Du kommst mit der Funde den von hier weg. Ich bin Boss Grimmschädel. Der ganze Planet gehört mir. Sieht nach einem Bossfight aus. Nur mal so ganz nebenbei erwähnt. Das hört jetzt auf. Ganz genau. Ich werde dich umbringen, Space Marine. Du willst mich hier umbringen? Verdammter Mensch! Halt still! Dazu musstest du erstmal mein Schild durchdringen können, Freundchen. Was hat der jetzt eben gemacht? Ah, hat seinen Freunden geöffnet. So, wir aktivieren mal God-Modus und machen mal ein bisschen Party. Bam! Aber der haut rein, also den darf man nicht im Nahkampf angreifen. Wenn ich wüsste, wie viel... Mann, der haut so krank zu. So, ich muss hier mal ein bisschen warten, kurz ein bisschen in Deckung gehen. Weil ich sonst... Ach du Scheiße. Fuck! Nur ein Tod endet der Dienst. Was muss ich da genau machen? Okay, ich werde mal vom Hammer weggehen. Ich liebe den zwar, aber ich denke nicht, dass es die richtige Waffe ist gegen den Boss. Ich brauche eine Waffe. Oh. Ah, okay, das war bei so einem Zwischenstand. Gut, dann werde ich da bleiben müssen. Engel des Todes habe ich halt verdient. Der killt mich One-Hit? Ehrlich? Okay. Gedanke des Tages. Untersuche deine Gedanken. Von mir aus? So. Der darf mich nicht mit seinem Charge voll erwischen. Reload und laufen. Nachladen, habe ich gesagt. Hey, Ork, weggehen. So, die Viecher nerven. Zum Glück nichts Gefährliches, sondern so Kleinkram trotzdem. Aus dem Weg, aus dem Weg, ausweichen. Knapp. Weiterlaufen, weiterlaufen. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Solange mein Schild sich nicht regeneriert hat. Ich brauche nämlich dazu erstmal ein bisschen Bonus. So, T. Sehr gut. Damit dürfte es schon etwas angenehmer sein, wenn ich nicht wieder mal HP habe. Brauch mal kurz Muni bitte. Das ist eine volle Munition. Ah, ich glaube, dass wir in der neuen Phase sind vom Bosskampf, weil der jetzt oben steht. Wow. Der hat die als Haustiere. Bomben-Squids. Von mir aus. Wenn er meint, dass ihm das was hilft. Ich würde jetzt davon nicht ausgehen, aber... Diese Granaten von ihm nerven. Aber jetzt, wo er nicht mehr auf mich charged, ist es deutlich angenehmer. Sehr schön, ich kann ihn natürlich auch direkt neben ihm hochjagen. Sehr gut, komm schon, geh drauf. Ich kann dich nicht ewig hier halten. Zumindest gut genug Munition da für einen Augenblick. So. Oh, er ist wieder runtergefallen. Hast du nur noch... Okay, Infinite Ammo ist hier auch nicht.
Ich bin noch nicht mit dir fertig, Space Marine. Aber ich mit dir, Ork. Wow. Der Ork-Boss geht down? Das kann doch nicht das Ende vom Ork-Boss. Das kann doch nicht das Ende vom Ork-Boss sein. Oh. Das ist unfair. Der arme Ork-Boss, der kann doch nichts dafür. Ich mochte den. Ich mochte den wirklich. Das ist schrecklich. Wieso hast du... Endlich. Gute Nachrichten. Diese Strecke bringt uns direkt zum Titan-Manufaktorum. Je schneller, desto besser. Diese Orks haben uns ausgebremst. Und Nemeroth konnte die Invasion vorbereiten. Wir müssen zum Titanen das Warportal zerstören. Jo, ich weiß. Oh Mann, das ärgert mich. Es ist doch schade. Der arme Ork-Boss. Das ist so ein krankheftiger Typ. Titus, die Orks laufen davon. Was ist passiert? Der Captain hat ihren Warboss ein für alle Mal erledigt. Jetzt haben wir eine Chance. Verteidigung stärken. Das Dämonenheer wird nicht so leicht zu verschrecken sein. Viel Glück, Titus. Unsere Hoffnung ruht auf ihn. Und damit sind keine Orks mehr da. Das ist doch schade. Das ganze Spiel hat sich vorher darum gedreht, Orks zu hauen. Und jetzt sind sie weg. Strato. Ja, ein paar tausend Nachrichten fehlen. Würde ich auch mal sofort jemanden benachrichtigen. Hier spricht Prinzeps Enoch im Titan Invictus. Hier ist Captain Titus. Status des Titan? Meine Mannschaft und ich sind drin, aber immobilisiert. Sie müssen den Generator des Ankerplatzes aktivieren, um die Verankerung zu lösen. Verstanden. Gut, haben wir eine neue Waffe gekriegt. Aber wie gesagt, ich liebe den Hammer. Gut, wir helfen mal ihm ein bisschen. Jetzt war ich so abgelenkt wieder. Konzentration. Naja, natürlich, es gibt keine Orks mehr. Jetzt sind da. Jetzt überleben natürlich auch mehr von unseren Leuten. Was ich als durchaus angenehm empfinden kann. Wow, 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 wow. What the fuck? Ich werde angegriffen? Das kann ja wohl nicht sein. Ich glaube, das muss ich mir eingebildet haben. Ist hier irgendwas Wichtiges? Das sieht nämlich so aus, als könnte hier was sein. Und... Ah, Popfilter, du gehst mal ein bisschen nach oben. Sonst bin ich nämlich über dem Mikrofon und sprich drüber und dann gibt es diese ganzen... Und sowas wieder. Die ganzen Geräusche. Bam! Du Scheiße, hauen die rein, die Viecher. Bam! Exekutieren, bitte. Wum. Ach du Scheiße, was zieht denn... Ach, der zieht so viel Schaden rein. Aktivieren vom Gottmond ist notwendig. So, da oben sind noch mehr. Die machen nicht so viel Spaß. Die hauen zu viel drauf. Ja. Ziel erfasst. Ich würde sagen... Du sagst nichts mehr. Schweigen. Der ging mir einfach zu sehr auf die Nerven. Ansonsten hätte ich ihn vielleicht stehen lassen, aber... So geht das nicht. So geht das einfach nicht. Können wir übrigens die Dings wieder reaktivieren? Die Verteidigungseinrichtung? Die Geschütztürme und so? Finde ich richtig. Auf diesem eine Maschinenwelt, da muss. Boah, wie viel Strom die hier verbrauchen. Dann, dagegen ist mein Computer nichts. Muss man sich mal so überlegen. Ach du. Leute. Ich habe keine Ahnung, wie man Granaten überhaupt wirft. Mit G. Bam. Ja, der Vorteil ist, dass Freunde immer, oder die anderen immer Leuchtfeuer und so ein Zeugs abschießen, also so leuchtende Kanonen nachschießen.
So, rausreißen. Ich nehme mich mal kurz mit. Ich finde es sowieso interessant, dass man so einen riesen Bolter mitnehmen kann. Hm. Oh, es kommt was. Ach du Scheiße, was jetzt alles kommt. Ein Portal. Sorry, aber Heretiker, dich kann ich nicht leiden. Wie hießen die Viecher? Ist nicht so. Ach, die kommen von hinten, das hat. Ich wollte schon nachladen, aber nachladen geht ja bei denen nicht. Für die Freiheit dieser Welt. Munition, sehr gut. So. Sterbt, Ketzer. Man schießt so schnell so viele Geschosse raus. Die können wir behalt den schweren Bolter in der Hand. Ich will den nicht runterschmeißen, das lohnt sich nicht. Was? Ultramarines zum Töten? Nö. Das Coole ist ja, dass die hier, dass die mir immer verraten, wo sie sind. Und also wenn sie diese Raketendinger machen. Kannst du mal drauf gehen? Keine Munition mehr. Schade eigentlich. Und geh mal wieder auf eine Waffe, die keine Muni braucht. Der Typ nervt. Aber wir gehen einfach mal dahin, wo wir hin müssen. Dann können. Warum stolpert er immer an irgendwelchen Stufen? Keine grüne Linie, bitte. So. Na ja, das sieht wieder wie ein Transport aus. Mit richtig coolen Ketten. Den habe ich ja schon mal in einem Kommentar geäußert. Gewicht stemmen. Wie viele Leute braucht man, um so ein Ding hochzuheben, wenn es aus Stahl ist? Oh, stellt euch mal vor, jemand sagt euch das den ganzen Tag. Arbeit ist so wichtig. Ja, es ist ja auch so. Aber nicht den ganzen Tag. Also, den ganzen Tag sich durch Sand zu ertragen, das wäre mir zu nervig. Oh, was gibt's zu sagen? Die Experimente mit der Warp-Energie schreiten schnell voran. Ich muss nicht mehr in den Warp, um mehr Energie in diese Dimension zu bringen. Aber ich treffe auf unerwartete Aktivitäten. Ich war naiv zu glauben, dass mein Eindringen in den Warp unbemerkt blieb. Jemand, etwas, interessiert sich dafür. Wenn ich die Energien manipuliere, fühle ich eine Präsenz, die meine Psi-Kräfte und mich testet. Mich testet. Ja. Also ich würde die Versuche abbrechen an deiner Stelle. Du weißt, Warp ist Ketzerei. Ich weiß zwar nicht, warum eigentlich genau. Man sieht, wir haben übrigens, da ist eines unserer Bänder und da sind drei unserer Bänder. Glaubt es. Okay. Oh. Mein Tipp, erst Waffen holen und dann aktivieren. Muni aufheben, wir haben schon Muni. Wir haben ja nur Waffen, wir haben ja keine Waffen verwendet. Außer mal den Heavy Bolter. Invictus. Verstanden. Okay, also auf geht's. Wir müssen den Invictus befreien. Befreien wir den Invictus von den Ketten. Ach du Scheiße, ist das groß. Ist das ein fettes Riesenteil? Heilige Kar. So, eins, zwei, bam. Tschüssi.